Jojojo, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei Cengiz44 TV. Wir sind hier heute Tag 2 draußen in Balıkesir. Guck mal, direkt vor der Tür erstmal so ein Olivenbaum. Seht ihr das? Hier wachsen die Oliven direkt vor der Tür. Wir wollen jetzt runtergehen an den Strand bzw. an die Promenade da unten und uns ein hübsches Restaurant aussuchen, wo wir dann was essen wollen. Zum Abendessen. Wir haben so, glaube ich, gerade 7 Uhr oder so. Und ja, gucken wir einfach mal, ob wir da was Leckeres finden. Ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen, euch erzählen, was das Ganze so kostet. Und natürlich auch, wie es schmeckt, ne? Auf jeden Fall. Dann machen wir heute so ein, wie nennt man das? Food-Vlog? Food-Tester? Wie auch immer. Auf jeden Fall. Das hier ist die Straße. Ja. Und ja, ich würde sagen, wenn es irgendwas zu sehen gibt, schmeiße ich mal direkt die Kamera an. Oh, okay. Hier sehen wir schon mal direkt was. Bam. Junge, da hängt mein Fleisch einfach schon vorbereitet bei dem Metzger. Geil, Schaufenster beim Metzger, hängen einfach die Schafe rum und die Kälber. So. Ja, wie gesagt, wenn es irgendwie was zu sehen gibt, ich bin dann wieder back. Bis gleich. Schaut mal, Leute, was ich hier gefunden habe. Die Statue von Remus und Romulus. Hier der Geschichtsteil für euch, wie es interessiert. Und zeige ich euch nochmal die Statue von hier. Interessant auf jeden Fall. Interessant. Übrigens, warum ich eine Maske trage. In der Türkei hast du überall Maskenpflicht. Und es ist so, dass du umgerechnet irgendwie 350 Euro bezahlen musst, wenn du die Maske nicht trägst, wenn man dich damit erwischt. Deswegen tragen hier alle Leute Maske. Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, wir haben hier einfach überall Musik. Wir haben hier einfach überall Musik. Diesmal auch ohne Maske. Ich habe gehört, dass ich gerade eine falsche Info rausgegeben habe. Maskenpflicht ist wohl doch nicht mehr. Das macht jetzt jeder so auf eigenes Ermessen. Vorhin wurde mir erzählt, Maskenpflicht steht noch unter Strafe. Jetzt anscheinend nicht mehr, sondern nur noch ja, zu bestimmten Gegebenheiten, wie halt in einem Laden oder so. Ja, hier sind wir am Strand. Oder was heißt am Strand? Am Meer halt. Ne? Strand ist es noch nicht. Und ja, wir warten gerade noch auf meinen Opa und meine Mutter. Und dann suchen wir uns ein hübsches Restaurant aus. Ich bin echt gespannt, ey. Hab richtig Bock auf jeden Fall. So, ihr seht, die machen hier auch das Brot selber. Ja. Hallo! Hallo! Wo hast du drin? Das ist der Ofen. Hier wird das Brot selber gemacht für den Laden. Und jetzt kommen wir zu unserem Tisch. Also unsere Vorspeise ist auf jeden Fall gerade schon mal gekommen. Unter anderem, womit ich gar nicht gerechnet hätte, Chiköfte. Soweit ich weiß, ist das aber ohne Fleisch, ne, hier? Ich glaube ohne Fleisch, ohne Fleisch. Ja, ohne Fleisch. Ja, ist auf jeden Fall Chiköfte ohne Fleisch, wegen irgendwelchen Bestimmungen, ne? Ja. Darf man das nicht, so, genau. Deswegen darf man das draußen so nicht irgendwie anbieten. Keine Ahnung warum, eigentlich. Normalerweise... Opa, wie schmeckt? Schmeckt gut. Schmeckt gut? Ja, ich probiere auch mal.
Nicht so gut wie das, was Mama macht, aber ist okay. Und ist auf jeden Fall scharf. Das hätte ich vorher mal testen lassen sollen. Aber es geht noch, ist nicht so scharf. Aber auch ein bisschen sehr weich, ne? Von der Konsistenz. Ziemlich weich. Aber ich kenne das nicht, also ich kenne nur das Selbstgemachte von zu Hause. Deswegen schlechter Vergleich. Ich kann das jetzt nicht mit anderen Skiköfte vergleichen. Ehrlich gesagt, das sieht auch als erste Mal so aus. Ja. Aber sieht schick aus. Ja. Ja, aber auf jeden Fall. Sauer, danke. Dankeschön. Schaut mal. Das ist jetzt Jodler Cantoni, ne? Cantoni. Ja. Bruno, beide Schuhe, sind wir? Ja. Bruno, jetzt sieht auf jeden Fall lecker aus. Bin mal gespannt. Du solltest den. Was? Der Kellner hat ja grinsend hingebracht. Der wollte, dass du ihn auch aufnimmst. Ach so, check mir den mal. Check mir den und der war enttäuscht. Oh. Ja, oh, da habe ich den Kellner nicht aufgenommen. Nee, ist das 100 Stück Kellner. Ich war von dem Essen beeindruckt. Da konnte ich das nicht mit dem Kellner auch noch machen. So. Versuchen wir das mal alles auf eine Gabel zu kriegen. Das ist auf jeden Fall eine sehr saftige und leckere Sache. Das ist echt Bombe. Schaut euch das an. Also ich sehe es denn hier. Und wenn der Buch geschrieben wird. Was ist das hier? So. Einen großen Happen. Und jetzt geht's ab. Der Opa hat eine Bastel. Sehr, sehr lecker. O kadar yemek ısmarladı. Ben hepsi nasıl yiyeyim? Kamera üçünü ısmarladım. Das schaffe ich natürlich nicht alles alleine. Aber sehr, sehr lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich bin am Ende auf jeden Fall auf den Preis gespannt. Aber schmecken tut es auf jeden Fall super. Ja, auf jeden Fall direkt weiter. Volle Portion. Ja, das ist mit diesem Joghurt, dem gewürzten Hähnchen, das ist so lecker. Ja. Super saftig auch. Das Brot, womit das eingewickelt ist, wurde ja auch selbst gemacht, habt ihr gerade gesehen. Also wenn es so weitergeht, ist alles super. Wir sind mal auf den Hauptgang gespannt. Weil das hier hat es nicht lange überlebt. Direkt weg. Direkt weg. Oh, schaut mal, da kommt unser Essen. Kebab muss hazır. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Efendim, bu kuzu şiş sizin hanımefendi. Bu kuzu şiş sizin efendim. Bu bir porsiyon dönerle kuzu şiş sizin. Şu da sizin efendim. Sağ ol. Afiyet olsun, lahmacunun geldi miydi? Yok, lahmacun da gelmedi. Tamam. Hemen şey yapacağız onları. Tamam, çıktın lan ya. Muhammed, oranın yeşilini falan her şeyini tamamladım. Tamam, sanırım ben geliyorum. Ben geliyorum, hemen geliyorum. Das ist hier so ein gemischter... Das ist im Endeffekt so ein gemischter Grillteller. Ich versuche euch das mal. So. Buyurun beyefendi, geldim. Das
Dann wollen wir mal weitermachen mit dem Hauptgang hier. Selbstgemachtes Brot zum Dippen. So. Hey. Und das Dönerfleisch. Bombe. Hier, guck mal. Hier ist das Brot schön in dem Fleischsaft. Hat das noch aufgesogen. Du schmeckst dann besonders lecker. Für mich gerade ist kein Brot drin. Das Brot, das meiste Brot gebe ich ab. Und ihr seht, hier haben wir Köfte mehr. Sehr, sehr gut auch. Das Hähnchen, das sieht schon so saftig aus. Bombe. Jetzt kommt etwas, wovor ich ein bisschen Angst habe. Der Adana. Das könnte ziemlich scharf sein. Hast du schon probiert? Nein. Ordentlich Gewürz auf jeden Fall. Hat schon eine gute Schärfe, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Hier haben wir Kusup. Bombe, auf jeden Fall. Alles probiert, alles lecker soweit. Hier haben wir noch Bulgur. Auch sehr gut. Tomate und Joghurt, ein bisschen zum Abkühlen. Als Abwechslung. Ich würde sagen, wir essen mal in Ruhe zu Ende und dann gibt es hinterher noch mal ein Fazit und vor allen Dingen den Preis. Ne? Achso, das Namazon fehlt noch, den zeige ich euch auch noch gleich. Da ist der Namazon auch. Den probieren wir auch mal direkt. Guck mal, wie dünn. Hauchdünn. Das Problem bei diesem dünnen Lamajon ist, den müsst ihr auch schnell essen, weil sonst werden die Pappe. Richtig lecker. Aber auch das kann Mama besser. So, ich muss euch mal sagen, ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall. Das ist noch übrig. Den Rest keine Chance habe. Gar keine Chance. Ich will eigentlich noch einen Nachtisch bestellen fürs Video. Ich kann hier nur keinen überreden, dass das ist. Wir gucken mal, dass wir wenigstens so zwei, drei kleine Portionen bestellen. So zwei Sachen oder so. Damit wir uns dazu auch ein Urteil bilden können. So, extra für die Kamera jetzt nochmal einen Nachtisch bestellt. Ich zeige euch das mal eben. Gabel,
So. Lass das schmecken, Junge. Das erste Mal, dass ich das probiere. Schmeckt aber ganz gut. Und ich habe mich eingesaut. So. Ich melde mich wieder, wenn die Rechnung ankommt. Weil ich glaube, das ist hier ein Touristen-Hotspot. Es wird ein bisschen teurer sein als sonst. Am ersten Tag hatten wir in Edirne gegessen, direkt an der Grenze. Ich sag mal, da, wo so die Einheimischen essen. Da hatten wir vier Adana, drei Dürüm, zwei Adana, einmal Tauch, also einmal Hähnchen. Und da haben wir bezahlt mit einem Eidern und einem Getränk, haben wir unter 50 Liter bezahlt. Also, 54 Liter haben wir bezahlt. Also 5,40 Euro, ja, für drei Dürren quasi. Das ist schon günstig. Hier wird es aber auf jeden Fall ein bisschen teurer sein, weil mein Teller alleine hat schon 100 Teller gekostet. Also 10 Euro. Warten wir mal ab. So, wir haben auch gerade die Rechnung bekommen. Und zwar sind wir da bei, ne, oh, was ist da? 425 Teller, das sind 42 Euro ungefähr, 42,50 um genau zu sein. Hätten wir das in Deutschland gegessen, hätten wir auf jeden Fall 100, 150 Euro bezahlt, mit den ganzen Getränken auch. Wasser ist hier immer gratis, ne? Wasser hat jeder hier gratis bekommen, kalte Flasche Edikle. Mit den Vorspeisen, der Nachspeise jetzt, den großen Grilltellern. Ich glaube, ich habe zwei, drei Dosen Cola Zero getrunken oder so. Ist auf jeden Fall okay. So, jetzt geben wir den Leuten mal ihr Geld und dann machen wir uns vom Acker. Ciao, ciao. Ach so, kurze Empfehlung noch. Kardeşler Pide und Kebab House in Balıkesir ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Geht da mal vorbei. Lohnt sich. Kann man auf jeden Fall gut essen. In diesem Sinne, hau da rein, wir sehen uns. Ach, alter Walter, ich bin tot, nass geschwitzt. Das war Tag 2. Bald gibt es auf jeden Fall auch Trainingsvideos zu sehen. Ich bin voll im Arsch. Ich glaube, morgen oder übermorgen wird der Vlog sein, wo wir das erste Training zeigen. Bis dahin. Haut rein, bleib geschmeidig. Das war Tag 2. Bye, bye.